Hallo ihr Lieben, ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute ein Rebuy-Unpicking für euch. Wie der Titel ja schon sagt, ich habe wieder eine Bestellung bei Rebuy getätigt. Es gab Versandkosten frei und dann dachte ich mir, okay, schaust du mal, ob das ein oder andere Buch von deiner Wunschliste dabei ist. Und es war tatsächlich so, dass dort einige Bücher dabei waren und deshalb konnte ich einfach nicht widerstehen und habe einige Bücher gekauft. Ich muss zu meiner Schande auch gestehen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie viele es jetzt genau sind. Ich habe das Paket schon mal aufgemacht und noch nicht hereingeschaut. Das machen wir jetzt zusammen. Und ich mache das mal auf und zeige euch dann den Inhalt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ja, es ist auf jeden Fall ein recht großes Paket. Ich hole erstmal das ganze Verpackungsmaterial heraus und zeige euch mal eben kurz hier so den Umfang. Also es ist schon einiges. Ich sehe jetzt hier gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bücher und unten drunter ist aber, glaube ich, noch eins oder zwei. Und wir beginnen einfach mal direkt mit einem Buch von meiner Wunschliste. Das ist von Colleen Hoover, Love and Confess. So sieht's aus. Ich finde es total schön vom Cover her. Ich habe ja jetzt vor kurzem mein erstes Buch von Colleen Hoover gelesen und zwar Hope Forever und war mega begeistert davon. Also generell halt von der Geschichte und von dem Schreibstil irgendwie fand ich mega gut. Und deshalb wollte ich jetzt halt noch mehr Bücher von ihr lesen. Dieses Buch wollte ich eigentlich auch schon länger haben und es gab es jetzt dort halt. In diesem Buch geht es laut Klappentext um Auburn, keine Ahnung, ob man das so ausspricht, und Owen. Und 5 Jahre nach dem Verlust ihrer großen Liebe zieht sie halt nach Dallas und trifft dort auf Owen. Und beide verlieben sich Knall auf Fall ineinander. Allerdings sollte sie sich nicht auf ihn einlassen, wenn sie nicht all das verlieren möchte, was ihr wichtig ist. Ich finde, das ist eigentlich ein recht nichtssagender Klappentext, muss ich sagen. Ja, es ist halt eben eine Liebesgeschichte. Mehr weiß ich darüber nicht und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich muss auch sagen, das Buch ist jetzt wirklich nicht in so einem Top-Zustand. Also die Ecken und Kanten sind angestoßen. Es hat ja wirklich einige Leserillen. Es ist auch ein bisschen verschmutzt. Aber okay, dieses Buch hat mich allerdings nur 5,79 Euro gekostet anstatt 12,95 Euro. Ich denke mal, dann ist es auf jeden Fall okay. Es hat jetzt ja keine größeren Schäden, es hat halt ein paar ja, Kanten angestupst und Leserillen. Das ist halt so. Das nächste Buch ist von Amy Harmon, Mein Himmel in deinen Händen. Das Ganze sieht so aus und ich habe schon jetzt 2, 3 Bücher von Amy Harmon gelesen, die mir auch sehr gut gefallen haben. Und auch dieses Buch ist wieder eine Liebesgeschichte. Es geht hier um Millie und um Tech. Und Millie ist eine Tänzerin. Und Tech verliebt sich halt auch wieder Hals über Kopf in sie. Eines Tages ist es dann aber so, dass Tech vor eine Entscheidung gestellt wird, die nicht nur sein, sondern auch Millies Leben für immer verändern könnte. Ja, auch das ist jetzt wieder nicht so ein Klappentext, der so mega viel verrät, muss man mal zugeben. Aber dennoch bin ich halt eben, ja, alleine weil ich die Autorin gerne mag, sehr gespannt auf das Buch und ich habe noch ein weiteres Buch von ihr hier, was ich noch nicht gelesen habe und dieses Buch hat eine Leserille, ist auch an den Ecken und Kanten angestupst und dafür habe ich 6,79 Euro bezahlt, auch ja, hier wieder einiges gespart, denn eigentlich würde das 15 Euro kosten, also was will ich mehr? Das nächste Buch ist der dritte Teil von Thursday Next von Jasper Fjorde. Im Brunnen der Manuskripte. Ich hatte ja den 1., 2., 4. und 5. gekauft irgendwann mal und habe jetzt den 3. ergattert. Bin sehr, sehr gespannt auf diese ganze Reihe. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele ja, Teile das Ganze denn jetzt eigentlich hat. Ist es mit 5 dann getan oder geht es dann noch weiter? Müsste ich vielleicht dann echt nochmal schauen. Vielleicht könnt ihr mir das ja auch sagen. In diesem Buch geht es auf jeden Fall ja um Literatur. Es ist ja auch eher so ein Kriminalroman oder irgendwie so. So genau weiß ich nicht, worum es geht. Ich weiß nur, dass ich ja, da sehr, sehr gespannt drauf bin und mir doch einiges erwarte, obwohl ich gar nicht so genau weiß, worum es geht. Also, dieses Buch ist auf jeden Fall an den Kanten, auch hier oben, sehr stark angestupst, an allen Kanten eigentlich. Ist es vom Buchschnitt her angegilbt und hat auch ein paar Leserillen. Dafür habe ich 5,29 Euro bezahlt, also ja gut, da habe ich jetzt 3 Euro gespart und es ist echt nicht so in so einem geilen Zustand, aber okay.
dann ist das halt so. Dann geht es weiter mit einem Buch, was erstens mal wunderschön ist, was auch vom Zustand her, glaube ich, ja, neu ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ich sehe keine Mängel, sagen wir mal so. Es ist auch, das Lesebändchen ist auch noch so dort eingeschlagen, dass es halt eben so aussieht, als wäre es ungelesen. Das ist von Tracy Chi. Ich hoffe, das spreche ich so richtig aus. Ein Meer aus Tinte und Gold. Und das ist einfach wunderschön. Also ich finde das total cool, das Cover. Jetzt spiegelt das natürlich auch noch total irgendwie durch die Softbox. Ja, das habe ich auf der Buchmesse gesehen, eigentlich das erste Mal. Habe auch irgendwie eine Leseprobe davon mitgenommen. Ja, kurz angelesen, aber nicht die gesamte Leseprobe, weil es war irgendwie so eine XXL-Leseprobe. Ich habe 7,29 Euro anstatt 17,99 Euro bezahlt. Also das ist ja schon mal, ja, sowieso ein Schnapper und für die Qualität auch auf jeden Fall. In diesem Buch geht es um Sephia, die mit ihrer Tante Nin ums Überleben kämpft, nachdem ihre Eltern gestorben sind. Und dann wird sie entführt und die einzige Spur zu ihr ist ein Buch. Und das ist aber in einer Welt, in der niemand mehr an das geschriebene Wort glaubt, beziehungsweise davon überhaupt weiß, also in der Bücher sehr rar sind. Ja, ein scheinbar nutzloser Gegenstand. Allerdings, als sie das Papier berührt, dann fühlt sie direkt eine tiefe Verbundenheit irgendwie zu diesem Buch. Ja, und ich weiß nicht, worum es genau geht, aber ich wollte das halt aufgrund der Thematik, dass es halt auch irgendwie um eine Welt geht, in der ja man halt irgendwie nicht mehr liest, in der es keine Bücher gibt, fand ich total spannend auf jeden Fall und wollte das lesen. Das ist auf jeden Fall ein Auftakt von, ja, weiß nicht, wie viele Teile es geben wird, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Das nächste Buch ist von Ursula Poznanski, Elanus. Das sieht so aus und das kostet neu 14,95 Euro. Ich habe bezahlt 6,79 Euro. Also ihr seht schon, auch hier wieder, ja, sehr gut. Das ist auch in einem okayen Zustand, sagen wir mal. Die Kanten sind angestupst. Aber sonst ist alles okay, also keine Leserille oder so. In diesem Buch geht es um Jonah, der sich ja so sehr für Technik und sowas interessiert. Und er hat eine Drohne entwickelt, die mit Kamera und Mikrofon ausgestattet ist und spioniert sozusagen seine Mitmenschen aus. Doch dann eines Tages entdeckt er und beobachtet er etwas, was er besser nicht gesehen hätte und seitdem wird er dann verfolgt. Das ist eigentlich das, was ich so grob darüber weiß. Bisher mochte ich alle Ursula Poznanski Bücher, die ich gelesen habe und es waren wirklich auch schon einige, sehr, sehr gerne. Und aus diesem Grund habe ich dieses Buch halt schon lange auf meiner Wunschliste und bin auch sehr gespannt auf die Geschichte und generell darauf, wie es mich denn so überzeugen kann oder ob es mich überzeugen kann. Dann habe ich noch ein, ja, eher umstrittenes Buch, wo ich mir auch nicht so sicher war, ob ich es überhaupt lesen will oder nicht, denn ich habe jetzt schon von, ja, sehr vielen Seiten eigentlich nichts Gutes davon gehört. Das ist halt eben die vorhergegangenen Bände und generell halt eben die vorhergegangene Geschichte irgendwie so über den Haufen wirft. Aber ich liebe halt eben dieses Universum und ich, ja, muss es halt einfach lesen. Und deshalb habe ich das jetzt gekauft. Das gab es für 9,59 Euro anstatt 19,99 Euro. Ich glaube, ich hätte den vollen Preis nicht dafür zahlen wollen, weil, ja, ich bin halt noch nicht so wirklich davon überzeugt, ob es mir gefallen wird. Ich rede auf jeden Fall von Harry Potter und das verwunschene Kind von, ja, J.K. Rowling, beziehungsweise eigentlich von John Tiffany und Jack Thorne. Ja, so sieht's aus. Es kennt ja eigentlich jeder, zumindest schon mal vom Aussehen her. Ja, die Qualität ist auch gar nicht mal so cool. Also der Schutzumschlag ist hier oben echt ganz schön ramponiert. Aber es hat jetzt keine Risse oder so. Und ich, ja, bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Das ist ja halt eben das Skript zum Theaterstück. Und ja, ich bin natürlich gespannt auf das Buch und möchte das eigentlich auch in naher Zukunft lesen. Und ich hoffe natürlich, dass es mir nicht diese Harry Potter Welt dann kaputt macht. Aber okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden, das zu kaufen, das zu lesen. Und dann muss ich da halt mal durch und mir dann meine eigene Meinung halt bilden. Und dann werdet ihr davon natürlich auch in naher Zukunft hoffentlich erfahren. Und last but not least habe ich noch ein Buch, was jetzt kein Roman ist, sondern eher, ja, so, na, Fachliteratur. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist auf jeden Fall so ein
Buch über ein bestimmtes Thema. Und zwar ist es nämlich Buddhismus für Dummies. So sieht's aus. Und das habe ich mir gekauft, weil ich mich für das Thema Buddhismus einfach, ja, in letzter Zeit interessiert habe. Und so eine, ja, Zusammenfassung, die wichtigsten Dinge halt eben mal gerne lesen wollen würde. Dafür habe ich bezahlt 8,49 Euro anstatt, keine Ahnung, steht nicht drauf, weiß ich nicht, was das jetzt in neu gekostet hätte. Man muss sagen, hier ist ein fetter Knick, hier so in der Höhe und auf der anderen Seite auch, also so, als hätte jemand das irgendwie so irgendwo in eine Tasche gequetscht oder so. Ecken und Kanten sind auch angestupst. Es ist auch eher so ein Nachschlagewerk jetzt für mich. Ich bezweifle, dass ich das komplett inhalieren werde. Aber es hat mich halt so von der Thematik sehr, sehr interessiert. Und für den Fall, dass ihr irgendwie solche Bücher über Buddhismus für Anfänger, also die wirklich eigentlich noch keine Ahnung großartig vom Thema haben, empfehlen könnt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich mega doll interessieren. Das war meine Rebuy-Bestellung. Und ich habe ausgegeben insgesamt 50,03 € für diese 7 Bücher. Zustand war jetzt nicht so mega gut, ehrlich gesagt. Es ist eigentlich nur ein Buch dabei, was in einer richtig guten Qualität ist. Und der Rest hat doch schon einige Makel. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich bei fast allen Büchern sehr guter Zustand ausgewählt habe. Nur bei ein oder zwei guter Zustand. Also, ich würde jetzt unter sehr guter Zustand definitiv was anderes verstehen, aber es ist okay, denn man hat ja richtig, richtig mega viel Geld gespart pro Buch und von daher, ja, bin ich zufrieden mit dieser Bestellung und ich freue mich drauf, diese Bücher dann zu lesen demnächst. Habt ihr irgendeins der Bücher schon gelesen? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie die euch dann auch dementsprechend gefallen haben. Und wie gesagt, zum Thema Buddhismus würden mich auch Empfehlungen brennend interessieren. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!